Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier bei Abenteuer Brettspiele. Diesmal wieder ein Rezensionsexemplar von Asmodee in Deutschland, nämlich Arkham Horror, die dritte Edition von Fantasy Fly Games im englischen Original. Ja, und wie man an der Bezeichnung dritte Edition natürlich schon erkennt, ist das eine Neuauflage. Fantasy Fly hat ja immer so eine Arkham Horror-Eldritch-Horror Reihe quasi aktuell immer laufen. Ich bin ja großer Fan von Eldritch Horror. Das ist jetzt leider auch mit der letzten Erweiterung beendet worden, ausgelaufen. Und dafür hat man jetzt Arkham Horror neu aufgelegt. Und ich interessiere mich für das Thema Cthulhu, Lovecraft etc. durchaus immer noch. Manche können es ja nicht mehr sehen, weil es ja doch sehr, sehr oft in vielen Bereichen genutzt wird. Ich finde es immer noch sehr, sehr interessant. Und ich muss zugeben, dass ich Arkham Horror noch nicht gespielt habe, die zweite und oder die erste Edition. Und deswegen habe ich mich jetzt auf die Veröffentlichung der dritten Edition sehr gefreut. Wie man hier schon sehen kann, spielt man halt auf verschiedenen Orten innerhalb von Arkham. Und man muss aber sagen, dass es quasi schon das ein wenig durchaus für unterschiedliche Reaktionen gesorgt hat, wie dann diese Map entsteht. Man hat also kein festes Spielbrett, wie bei Eldritch Horror zum Beispiel, sondern die entsteht halt, das macht es natürlich variabel, sieht aber dann auch nicht mehr wirklich wie so eine Karte aus. Aber na gut, wir schauen mal rein, was wir hier in dieser Box drin haben. Das Cover gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das war ja auch das, was man überall gesehen hat. Sieht auf jeden Fall witzig in gewisser Weise aus. So, dann haben wir das Spielregelheft, was ein bisschen geknickt ist. Ist aber nicht dramatisch. Und hier haben wir einmal die Übersicht des Spielmaterials, was wir halt alles drin haben. Hier, wie man etwas zusammensteckt, was im Spiel noch benötigt wird. Und da geht es auch gleich rein mit dem Spielaufbau. Auch hier wieder viele Bilder, Erklärungen, nochmal an der Seite extra Erläuterungen zu bestimmten Dingen, dass man Ermittler wählt, letzte Vorbereitung, also die Vorbereitung dauert schon ein bisschen, 11 Schritte werden hier beschrieben, dann haben wir den Spielablauf, die Grundlagen, also was die Spielziele sind und dann die Grundlagen, das heißt Fertigkeitsproben, Schaden und Horror und dann hier die verschiedenen Aktionen, die man in der Aktionsphase machen kann. Wenn man dran ist, kann man zwei Aktionen machen, aber jede Aktion höchstens einmal pro Runde. Ja, und dann kommt die Monsterphase, die Begegnungsphase und die Mythosphase. Und hier haben wir noch ein paar Erklärungen von weiteren Regeln und am Ende noch ein paar Anomalien und wie die platziert werden etc. Ja, also auch von den Regeln her, wir haben hier insgesamt 16 Seiten mit viel Aufbau etc. Also auch hier vielleicht 10, 11, 12 Seiten Regeln, also durchaus machbar. Dann haben wir aber, wie das bei FGG so ist, wir haben ein Referenzhandbuch und ohne das geht es nämlich auch nicht. Das heißt, hier haben wir nochmal zu den einzelnen Dingen ein paar goldene Regeln beschrieben zum Spielaufbau, zum unten Rundenablauf, zum Ende des Spiels etc. Nochmal Erklärungen, das heißt, man liest sich die grundsätzlichen Regeln durch und im Spiel, wenn man auf Karten etc. bestimmte Dinge liest, kann man dann hier im Referenzhandbuch oder muss hier dann auch nachschlagen, so dass es dann doch ein Spiel ist, was nicht so einfach sofort fluffig dahin geht. Hier muss man sich ein bisschen Zeit nehmen, gerade für die Erstpartie. Das sind hier auch nochmal 24 Seiten mit einer Kurzübersicht am Ende nochmal. Aber das hat bis jetzt bei den anderen FSG-Spielen eigentlich auch sehr gut funktioniert. Dann haben wir eine Menge Stanzbögen, die wir uns mal angucken. Und da sind natürlich die einzelnen Stadtteile, aber auch Charaktere, Standees. Hier hat man keine Miniaturen. Ist auch gut so. Ich finde das auch mit den Standees, die schön designt sind, schön gestaltet sind, atmosphärischer als eine graue Miniatur für irgendwie einen Ermittler oder so. Ja, hier sieht man auch die einzelnen Anschlussmöglichkeiten, die man halt hier hat. Durch diese Möglichkeit, das hier so reinzustecken, muss er puzzelmäßig dann eben aufzubauen, diese Stadt. Hier die Ermittler, die nochmal dargestellt sind. Auch hier hat man nochmal eine Nordstadt.
Also verschiedene, auch wieder Vorder- und Rückseite, sodass man durchaus das sehr abwechslungsreich gestaltet. Geht ja weiter, sind die Zwischenteile, einfach zwischen Anschlussstecker für die einzelnen, zwischen den einzelnen Stadtteilen. Ja, Wilmersdiner, Polizeistation, Hips Rusthaus und hier diese Gesundheits- oder Lebensmarker und die Wahnsinnsmarker oder Gehirnmarker, wie auch immer, die jeder Ermittler hier auch wieder haben wird. Es geht ja auch weiter, also im Grunde genommen dieselben Sachen. Natürlich, dass man, weil man genug davon braucht, hier ein paar mehr Marker für verschiedene Aktionen, die man machen kann, Fähigkeiten einsetzen kann, plus 1 Marker, wahrscheinlich Verderbensmarker, die mit diesem Tentakel und andere Marker, die hier dabei sind, Ermittlungsmarker, genau. Geld ist hier auch noch mit drauf. Hier dasselbe nochmal. Ja, also es ist doch einiges dabei. Wir haben also insgesamt fünf solche Stadtviertelmarker, die dann doppelseitig sind, also 10 unterschiedliche Bereiche. Hier haben wir nochmal ein bisschen mehr Geld und andere Marker. Und hier irgendeine Box, wo die Ermittlungsmarker reinkommen, wahrscheinlich. Ja, das ist quasi das, die Pappe. Und dann geht es natürlich weiter. Und wir haben, wie es in letzter Zeit öfters war, auch bei Fallout, diese Karten nicht in Folie direkt eingeschweißt, sondern die ist einfach in größeren Tüten drin. Aber wir schauen uns als erstes mal die Charakterkarten und wahrscheinlich Szenariokarten an. Haben wir hier Agnes Baker, die hat zum Beispiel Blutmagie und Macht des Blutes. Also die kann so ein bisschen zaubern offensichtlich, obwohl sie eine Kellnerin ist. 6 Gesundheit, 6 Stabilität, geistige Stabilität und hier unten die Fähigkeiten Wissen, Einfluss, Wahrnehmung, Stärke, Willenskraft. Also auch das so ähnlich. Also ein paar einige Dinge kenne ich natürlich von Elder Scrolls wieder. Hier haben wir noch eine Hintergrundgeschichte, was ihre Primärrolle ist. Also sie ist eine Mystikerin und eine Sekundärrolle hat sie auch noch, eine Wächterin. Und ihre Startausrüstung. Ja, und da gibt es natürlich eine ganze Menge Charaktere, ja, aus denen man auswählen kann am Ende und mit denen man gehen kann. Die haben hier zum Beispiel der Herr Michael McLean, der hat besonders körperliche Stärke, dafür ist er geistig nicht gerade so stabil und hat hier 4 bei Stärke zum Beispiel, 3 bei Willenskraft, allerdings nur 1 bei Wahrnehmung und 2 bei Wissen. Ja, zum Beispiel Dexter Drake ist offensichtlich ein Zauberer, auch Mystiker. Na gut, dann nennen wir die halt Mystiker. Mit der magischen Gabe zum Beispiel hat er als Fähigkeit und er hat 5 Stabilität, körperliche Stabilität und 7 geistige Stabilität. Hat 4 Wissen, 3 Einfluss, ist dann aber bei den körperlichen Dingen wie Stärke nicht so stark, also nicht so besonders. Und ja, wir kennen natürlich viele, die man wieder erkennt, zum Beispiel Jenny Barnes, die auch schon in anderen Sachen aufgetaucht ist und auch hier wieder auftaucht. Sehr schön. Ja, und hier haben wir dann diese 4 Szenarien, 4 Möglichkeiten. Das Erwachen des Azathoth zum Beispiel, das Stadtfeld, welches das ist, dann ein bestimmter Racheeffekt, was mit dem Monsterstapel passiert, wie die Mythosquelle auszusehen hat. Und nochmal Tipps, weitere Infos zum Aufbau und hier welche von diesen Stadtteilen aufgebaut werden. Ja, sehr schön. Und wo von Verderbensmarker und verhüllte Gestalten schon mal hinkommen. Also da wird Arkham schon mal quasi bei jedem von diesen Szenarien separat aufgebaut und die Startvorgabe dann ist vorgegeben sozusagen. Ganz normale Würfel und Standees für die eigenen Charaktere. Und dann haben wir eine Menge Karten. Schauen wir uns einmal die kleinen Karten an. Und hier haben wir dann zum Beispiel einen Zustand gesegnet. Und hinten einen Zustand verflucht. Auch etwas, was wir durchaus kennen. Ja. Jetzt nichts Neues. Was haben wir hier noch? Zum Beispiel haben wir zum Beispiel Schmerzmittel, also ein Gegenstand, den man nutzen kann.
Gegenstand einfach, kostet ein Geld und bringt 2 körperliche Stabilität, körperliche Gesundheit. Was haben wir noch? Ein mystisches Buch, 4 Dollar, 4 Geld. Beim Wirken eines Zaubers bekommst du 3 plus 3 Wissen offensichtlich. Das heißt, wenn man das hat, und dann sollte man natürlich auch Zauberer sein, Mystiker, wie gesagt, um das dann ideal nutzen zu können. Dann haben wir hier zum Beispiel einen Mensch, wahrscheinlich einen Begleiter, Simon Carter. Kann man auch als Monster bezeichnen. Und bringt halt auch Sonderfähigkeit bzw. bestimmte Verbesserungen und Verschlechterungen mit sich. Ja. Also hier einige Begleiter, Charaktere, ein Zauber, Rituale, wie auch immer und so weiter. Also alles das, was man so erwerben kann, nutzen kann als Charakter. Dann haben wir hier größere Karten, die offensichtlich die Geschichte vorantreiben. Ich habe mir noch wirklich nicht angeschaut, wie genau dann die Sache funktioniert, aber im Grunde genommen haben wir ja auch Stapel in Edgerer, Kartenstapel, mit denen wir arbeiten und die halt dafür sorgen, dass bestimmte Dinge passieren und so weiter. Und dann haben wir hier bestimmte Schlagzeile, dass bestimmte Dinge passieren. Gebrochene Realität zum Beispiel, Albtraumportal, Zeitriss, ja, das hört sich alles sehr interessant an. Hier eine Übersicht der Spieleraktionen und dann hier zum Beispiel Ausbruch. Da haben wir dann nochmal quasi einfach, falls ein Feld 4 oder mehr Verderben hat, werden 3 davon entfernt, dann wird auf jedem anderen Feld jedes stattfindet, je ein Verderben platziert. Also dann bricht das Verderben aus und der Untergang kommt näher und wir versuchen das natürlich zu verhindern. Ja, die sind hier auch sortiert, das heißt, es kann durchaus sein, dass wir ähnlich wie bei Fallout hier auch durchaus bestimmte Abenteuer erleben, wo dann eine bestimmte Karte eine andere bestimmte Karte triggert. Ja, aber das werden wir dann sehen, das kann ich so natürlich nicht sagen. Optisch hier natürlich ähnlich wie bei Fallout nicht so der Brüller, das heißt, hier ist wirklich nur größtenteils Text drauf. Mit ein paar kleinen Ausnahmen. Da ist also jetzt nicht so viel optisch mitzunehmen, aber wenn es das etwas storylastiger macht, finde ich das eigentlich eine schöne Sache. Und das ist hier eigentlich nochmal genau dasselbe. Können wir auch mal reinschauen. Auch hier wieder Hinweiskarten. Für die Innenstadt, dann auch für verschiedene Bereiche da, wo man dann die Karten dann zieht. Und dann kann man dann, je nachdem, eine von diesen 3 Hinweisen spielen, nutzen, wie auch immer, oder bekommt diesen. Hier die Oststadt haben wir dann auch bestimmte Hinweise oder Orte, die hier thematisiert werden. Aber auch hier viel Text, keine Illustrationen. Aber gut, man muss sehen, wie es dann wirklich in Realität spielt. Fallout war gut, nicht perfekt, keine Frage. Hat mir aber schon gefallen mit dem Stapel und mit der fortlaufenden Geschichte, dass man dann bestimmte Zahlen, bestimmte Nummerkarten dann zieht, nachzieht und dort entwickelt sich die Story weiter. Wie das hier funktioniert, muss man dann sehen. Und hier noch eine Sonderkarte, nämlich von Michael McLean, der Gangster und Mitglied der O'Banion-Bande. Warum jetzt diese nochmal einzeln dabei ist, vielleicht gibt es hier einen Fehldruck und die ist zum Ersetzen. Das kann ich nicht sagen, aber ansonsten muss ich sagen, gefällt mir das schon mal sehr gut. Arkham Horror, die 3. Edition bei Asmodee von FFG. Ja, ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in das Spielmaterial dieses neuen Brettspiels gefallen. Mich würde natürlich eure Meinung interessieren, also lasst einfach mal einen Kommentar beim Video.
Ich würde natürlich auch das sehr freuen, wenn ihr dort ein Like hinterlasst und wenn ihr meinen Kanal abonniert, freut mich das noch mehr. Das war's mit meinem kleinen Unboxing-Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video auf Abenteuer Brettspiele wieder. Bis dann!